rufe dann auf den Tagesordnungspunkt 7. Das ist der Gesetzentwurf der Landesregierung, Gesetz zum Staatsvertrag zwischen Hessen und Bayern, Mainflingen, Zuge der A45-203004 ist die Drucksachennummer. Zur Einbringung des Gesetzentwurfs darf ich Herrn Staatsminister Al-Wazir das Wort erteilen. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Vielleicht waren die meisten von Ihnen etwas verwundert, als Sie diesen Tagesordnungspunkt entdeckt haben. Aber die Planfeststellung einer Autobahnbrücke ist ja normalerweise nicht Gegenstand von Debatten im Hessischen Landtag, sondern alltägliches Verwaltungshandeln. In diesem Fall ist das aber eine besondere Brücke, weil sie nämlich zwischen zwei Ländern liegt, nämlich zwischen Hessen und Bayern. Und da unsere Verfassung vorschreibt, dass Staatsverträge der Zustimmung des Landtags bedürfen, gibt das mir Gelegenheit, Ihnen anhand dieser Brücke darzulegen, warum die Verkehrspolitik der Landesregierung in die richtige Richtung geht. Es ist ja oft ein Vorwurf, dass zu wenig investiert würde. Genau. Woher wusste der Kollege Eckert, dass ich dabei an ihn gedacht habe? Deswegen will ich Ihnen an dieser Stelle sagen, dass Hessen Mobil in den letzten Jahren den allergrößten Teil der finanziellen und personellen Ressourcen für die Planungsleistungen im Zusammenhang mit dem stark gestiegenen Sanierungs- und Erhaltungsbedarf an der bestehenden Straßeninfrastruktur eingesetzt hat und auch benötigt. Und man könnte sich vorstellen, was würde passieren, wenn diese Autobahnbrücke vielleicht in eine Situation käme, dass man sie sperren müsste. Das kann man sich, glaube ich, wenn man sich mal die Bedeutung der A45 anschaut oder anderen, kaum vorstellen. Und deswegen, am Ende würden noch alle durch Seligenstadt fahren, Herr Rock. Und deswegen müssten auch Sie ausdrücklich dafür sein, dass wir so viel in die Sanierung und Erhaltung unserer bestehenden Straßeninfrastruktur und auch vor allem in die Brücken investieren, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und Achtung, Achtung. Wir haben im Netz der hessischen Bundesfernstraßen, also Autobahnen und Bundesstraßen, 3.500 Straßenbrücken. Es kommen noch einmal 2.000 Brücken an Landesstraßen dazu. Das ist sehr viel. Und 331 dieser Brücken, an denen besteht erheblicher Sanierungs- oder sogar Erneuerungs-, sprich Neubaubedarf, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wir haben dieser Situation Rechnung getragen, in den letzten Jahren die Investitionen in die Brückenerhaltung deutlich erhöht. Wir haben auch in diesem Jahr vor, dass wir um die 850 Millionen € insgesamt in die Bundesfernstraßen investieren, davon alleine 230 Millionen € in die Sanierung und die Erneuerung von Brücken. Und an dieser Stelle ist es jetzt so, und deswegen reden wir über diese einzelne Brücke im Landtag, dass wir einen Staatsvertrag gemacht haben. Man muss sich bei, ich sage mal, grenzüberschreitenden Brücken immer Gedanken machen, wer macht das? Sollen die einen ein Planfeststellungsverfahren für die eine Hälfte und die anderen für die andere Hälfte machen? Das treffen würden die sich schon, aber die spannende Frage wäre, ist das wirklich sinnvoll? Und deswegen bin ich an dieser Stelle der ausdrücklichen Auffassung, dass es richtig ist, dass an dieser Stelle eine Behörde plant. Und wir sind sehr dankbar, dass an dieser Stelle die Kollegen aus Bayern gesagt haben, dass sie das übernehmen wollen. Sie machen das deshalb, weil sie genau bei dieser Brücke auf Grundlage eines Verwaltungsabkommens die Unterhaltung der Brücke jetzt schon wahrnehmen und deswegen mit der Brücke bestens vertraut sind. Und deswegen ist aus meiner Sicht es sinnvoll, dass derjenige die Planung übernimmt, der die Brücke am besten kennt. Ich will Ihnen an dieser Stelle noch sagen, die Kosten für den Neubau dieser Brücke betragen, halten Sie sich fest, 107 Millionen €. Das ist, ja, es ist viel Geld, wird in diesem Fall vom Bund getragen. Und nach gegenwärtigem Zeitplan soll das Planfeststellungsverfahren in der zweiten Jahreshälfte begonnen werden. Baubeginn wäre dann Frühjahr 2023. Fertigstellung des Vorhabens in 2029, wenn der Hessische Landtag diesem Staatsvertrag, wovon ich ganz sicher und felsenfest davon überzeugt bin, seine Zustimmung gibt. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Herr Staatsminister. Damit ist der Gesetzentwurf in den Landtag eingebracht, und ich darf die Aussprache öffnen. Gibt es jemanden, der das Wort wünscht? Das ist Frau Kollegin Walter. Ich darf auch erwähnen, dass der Staatsminister im Übrigen unter den vereinbarten 5 Minuten geblieben ist. Ja, Frau Kollegin Walter, erste Lesung, 5 Minuten, bitte schön. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wie der Verkehrsminister Tarek Al-Wazir ausgeführt hat, wurden die Investitionen in die Sanierung von Brücken deutlich erhöht. Und die Bauarbeiten an der Mainbrücke in Mainflingen beginnen 2023, wenn wir dem Staatsvertrag zustimmen, wovon ich ausgehe, dass das alle Fraktionen machen werden. Und auch die erfolgreiche Sanierungsoffensive werden wir in diesem Jahr fortschreiben, um den Anteil schlechter Straßen Hessen weiter zu reduzieren. Dabei liegt der Fokus auf Straßenerhaltungsmaßnahmen im ländlichen Raum. Denn gerade in dünn besiedelten Gebieten sind Menschen immer noch aufs Auto angewiesen. Vom Land geförderte Bürgerbusse sind hier eine wichtige Ergänzung des regulären Nahverkehrsangebots. Car- und Ridesharing zusätzliche Verkehrsangebote, die helfen, Klimaschutz, Lebensqualität und Arbeitsplätze in Einklang zu bringen. Denn auch die Menschen auf Danke. Denn auch die Menschen auf dem Land müssen die Möglichkeit haben, mobil zu sein und haben es dabei immer noch schwerer als die in den Ballungsräumen mit attraktivem ÖPNV-Angebot und vorhandener Fahrradinfrastruktur. Wobei wir beim zweiten Teil meiner Rede wären, den ich gern unserem nach eigenen Aussagen beschwummerten Kollegen Klaus Gagel widmen würde heute. Seines Zeichens Sprecher für Umweltpolitik der AfD-Fraktion und seinem Ziel einer autogerechten Stadt, die er uns letzte Woche so festlich präsentiert hat. Eins vorneweg, Herr Gagel, von jemandem, der in der DDR geboren und aufgewachsen ist, an einem, der offenbar aus dem beschaulichen Rhein-Main-Gebiet nie rausgekommen ist. Das freut mich für Sie. Da Sie unser Parlament letzte Woche hier mit der Volkskammer der DDR verglichen haben, ist nicht nur eine absolute Frechheit und wirklich auch eine Dummheit, wie wir das von Ihrer Fraktion ja schon häufig gehört haben. Es ist auch ein Zeichen Ihrer westdeutschen Arroganz und Ignoranz gegenüber den Lebensentwürfen der Menschen im Osten. Ich will es Ihnen auch ganz deutlich sagen, auch wenn ich mir über die Existenz Ihres Schamgefühls nicht wirklich bewusst bin, schämen Sie sich dafür, auch heute noch. Das war aber noch nicht alles, was ich Ihnen zu Ihrer Weltfremdheit, die Sie letzte Woche hier geäußert haben, mitgeben würde. Anlässlich des Jubiläums der Verkehrsverbünde redeten Sie doch tatsächlich davon, dass Sie vor lauter Radwegen mit Ihrem Gold-Cabrio nicht schnell genug luftverpestend durch das schöne Wiesbaden fahren können und sangen Ihr persönliches Loblied auf das Auto, ohne dass für Sie in diesem Land nichts möglich ist. Haben Sie eigentlich schon einmal etwas von Feinstaub gehört? Auch wenn ich fast davon ausgehen muss, dass Sie in Ihrer verschwurbelten Welt die Existenz von Feinstaub am liebsten ignorieren wollen, möchte ich Ihnen gerne erklären, dass diese Kleinstpartikel in tiefe Lungenregionen vordringen, was zu schwerwiegenden Erkrankungen der Atemwege führt. Man wünscht ja keinem Menschen Schlechtes, auch Ihnen nicht. Deshalb sage ich auch nicht, dass Sie an der Stelle an Ihrer bornierten Arroganz gerne ersticken würden. Ein wenig Demut gegenüber den Menschen, denen das Atmen aufgrund der Belastung durch den Pkw-Individualverkehr aber schwerfällt, würde Ihnen dennoch gut anstehen, anstatt geifernd hier jede Alternative zum Auto zu verteufeln. Und dem ÖPNV seinen Nutzen abzusprechen vor dem Hintergrund der eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten für Menschen in der Pandemiesituation spricht ja nun wirklich Bände. Absolut lächerlich wird Ihre gesamte Argumentation aber, wenn Sie von Radwegen sprechen, die wie Pilze aus dem Boden sprießen und gerade hier in Wiesbaden. Zeit für einen kleinen Realitätscheck, würde ich sagen. Die nicht gerade als linkes Kampfblatt bekannte FAZ leitete einen Artikel 2019 mit den Worten ein, die Landeshauptstadt gilt allen alles andere als fahrradfreundlich. Die Topografie ist nicht eben einladend, und die viel zu wenigen Fahrradwege sind nicht selten zugeparkt. Beim ersten öffentlichen Radverkehrsforum vor wenigen Monaten wurde die Situation für Radler mehrfach als lebensgefährlich beklagt.
Ja, so klingt in Ihren selektiv wahrnehmenden Ohren ein Eldorado für Radfahrer. Das kann ich mir schon vorstellen. Da möchten Sie sicher ein Spendenkonto eröffnen für den geplagten Autofahrer in Wiesbaden, der vor lauter Fahrrädern keine Straße mehr sieht, und ein Autofahrerschutzgebiet auf den jetzt schon zugeparkten Radwegen einrichten. Man muss in diesen Tagen wirklich aufpassen, keinen verspannten Nacken zu bekommen, ob des dauernd nötigen Kopfschüttelns über die Einlassungen Ihrer Partei zur Klimakrise und dringend notwendigen Verkehrswende in den Städten und auf dem Land. Besser als Sie schätzen das übrigens die Wiesbadenerinnen und Wiesbadener ein, die es laut einer Umfrage 2019 zu 70% für vordringlich halten, die Situation für Fahrradfahrer im Hinblick auf ihre Sicherheit und Wegführung zu verbessern. Das ist die höchste Zustimmung im Vergleich aller Verkehrsmittel. Da staunen Sie nicht schlecht, oder, Herr Gagel? Ich habe einen Vorschlag für Sie. Steigen Sie doch einmal aus Ihrem goldenen Cabrio aus. Steigen Sie einmal aufs Rad. Schlagen Sie sich ein paar Wochen von zu Hause zum Landtag mit dem Fahrrad durch. Das kann Ihnen nur gut tun. Denn Radfahren hält fit, macht schlank, öffnet die Augen für etwas, das Sie ganz offensichtlich, wie in vielen anderen Debatten, auch aus den Augen verloren haben, die Realität in unserer Gesellschaft. Frau Kollegin, Sie müssten jetzt zum Ende kommen. Die AfD bzw. die als Autofreunde bezeichneten Politiker schwingen immer große Reden. Wir würden die Autofahrer benachteiligen. Und es möge doch alles bleiben, wie es ist. Dabei ist die Investition mit den Investitionsdefiziten für existierende Straßen aus alten Tagen noch immer nicht abgearbeitet. Das wird jetzt durch die konsequente Fortschreibung unserer Sanierungsoffensive gelöst. Denn wir investieren erstmals in der Geschichte des Landes über 1 Milliarde €. Danke schön. Vielen Dank, Frau Kollegin Walter. Für die Fraktion Die Freien Demokraten spricht der Kollege Dr. Stefan Naas. Herr Kollege Gagel, Sie hatten das vielleicht noch einmal zur Richtigstellung. Sie hatten eine Kurzintervention eingereicht, aber nach der Anlage zu unserer Geschäftsordnung gibt es bei der Aktuellen Stunde und bei Tagesordnungspunkten mit 5 Minuten Redezeit keine Kurzintervention. Ist in der Anlage zu § 74a der GOHLT geregelt. Wir schreiben es demnächst auch auf die blauen Zettelchen drauf, dass es keine Missverständnisse mehr gibt. Ich hatte es irrtümlicherweise angenommen, aber wir haben es noch einmal klargestellt. Herzlichen Dank für Ihr Verständnis. Ja, Herr Kollege Dr. Naas, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegin Kinkel, ich bin mir nicht sicher, ob Sie sich vielleicht nicht doch im Tagesordnungspunkt irgendwie geirrt haben, weil der Punkt Fahrradschnellwege kommt ja heute erst noch. Und Sie haben jetzt irgendwie 5 Minuten über Fahrräder gesprochen und über allgemeine Ausführungen, wie wertvoll ist das Auto gegenüber dem Fahrrad und brauchen wir die Verkehrswende. Ich möchte noch einmal an den Tagesordnungspunkt hier erinnern. Das ist die Mainbrücke bei Mainflingen und der Staatsvertrag dazu. Aber Sie haben ja auch, der Minister hat ja schon so ein bisschen am Thema vorbeigesprochen. Sie haben ja so das Allgemeine aufgerufen, sodass ich jetzt 4 freie Minuten habe, mich in Hessen über alles, was irgendwie mit Verkehr zusammenhängt, zu äußern. Und ich hätte da auch eine Idee, denn ich habe auch meine kleine Anfrage vom 18. Juni eingepackt, nämlich geschobene Straßenbauprojekte des vordringlichen Bedarfs. Da könnte ich auch einiges daraus vorlesen, denn Sie haben ja jetzt reichlich Planungskapazitäten hier in Hessen, in der Tat, wenn nämlich die Bundesverwaltung hier die Straßenverwaltung übernimmt. Und ich habe das aber jetzt hier nicht vor, 3 Minuten darüber zu sprechen, obwohl es eine sehr lange Liste wäre, welche Projekte hier in Hessen alle im Moment liegen bleiben, sondern ich möchte Ihnen an sich beipflichten, dass es gut und richtig ist, die Mainbrücke in Mainflingen durch einen Staatsvertrag mit Bayern hier auf den Weg zu bringen. Ich finde auch richtig, dass wir das von bayerischer Seite aus machen. Sie haben die Gründe geliefert. Ich hatte mich eigentlich jetzt noch so ein bisschen auch fachlich orientiert, was es dort für unterschiedliche Brückenmöglichkeiten gibt, nämlich die Spannbetonbalkenbrücke, die Zügelgurtkonstruktion, die jetzt gewählt wird. Dann gibt es noch die Deckenbrücke, die Schrägseilbrücke und die Bogenbrücke. Insgesamt kann ich Ihnen sagen, es ist gut,
dass diese Brücke gebaut wird und dass an dieser Stelle auch unterhalten wird. Vielleicht wäre es gut gewesen, bei sozusagen einer so dynamischen und auch ehrgeizigen Verwaltung wie der Ihren, dass wir das gemacht hätten, obwohl vielleicht die Straßenbaumeisterei in Hessen nicht zuständig ist, sondern die in Bayern. Insofern passt es nicht ganz ins Konzept Renovierung vor Neubau. Insgesamt aber werden wir selbstverständlich diesem Staatsvertrag zustimmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Dr. Naas. Ich will bei der Gelegenheit nur auf den § 75 Absatz 1 unserer Geschäftsordnung hinweisen. Der lautet nämlich, der Präsident kann Rednerinnen oder Redner, die vom Verhandlungsgegenstand abschweifen, zur Sache rufen. Deswegen empfiehlt es sich, hin und wieder einen Bezug zum Thema herzustellen. Ansonsten müsste ich meine liberale Verhandlungsleitung ein bisschen einschränken. Lieber Herr Kollege Gagel, jetzt haben Sie das Wort. Herr Präsident, verehrte Damen und Herren! Es ist natürlich klar, dass ich jetzt hier doch Stellung nehme, da ich nun angesprochen wurde. Man bei der Rede von der Frau Walter den Eindruck hatte, dass es um den Tagesordnungspunkt Klaus Gagel fährt ein goldfarbenes Cabrio. Ihre Rede ist wirklich eine Steilvorlage. Ich bin äußerst dankbar darüber, dass Sie das getan haben. Zeigt es doch, dass in Ihrer Fraktion die totale Armut zu Hause ist. Mit Fakten wollen Sie sich nicht so sehr auseinandersetzen. Stattdessen greifen Sie sich so ein paar Brocken aus meiner Rede von letzter Woche heraus und fahren dann mal wieder Ihren grünen Werbeblock von wegen Verkehrswende und Klimaschutz und Klimakrise und die Fahrräder und der Feinstaub, der ist böse. Und dann habe ich auch noch das Wort Volkskammer in den Mund genommen, Frau Walter. Lesen Sie doch mal im Protokoll nach, was ich genau gesagt habe. Das würde vielleicht helfen an der Stelle. Und insofern wundert es mich auch überhaupt nicht, dass die GRÜNEN in den Umfragen in dieser Krise von 25% auf 20% gefallen sind. Das haben sie nämlich verdient. Und dass die Autobenutzung während der Krise, das habe ich letzte Woche ja schon gesagt, stark zugenommen hat. Ich habe eigentlich gedacht, heute werde ich höchstens 30 Sekunden reden zu diesem Tagesordnungspunkt. Aber jetzt haben wir ja doch ein paar Sachen nun gesagt. Und auch der Herr Minister hat ein paar Sachen gesagt. Und da muss ich dann doch schon mal drauf eingehen, denn er hat gesagt, er will doch über die richtige Verkehrspolitik hier in Hessen reden. Und da muss ich dann doch mal einhaken, denn die Verkehrspolitik hier in Hessen ist nicht richtig, Herr Minister. Sie werben natürlich immer damit, dass in Ihrem Koalitionsvertrag die Sanierung der Infrastruktur Vorrang hätte und dass auch die Steigerungsraten da ganz toll sind. Aber wenn man Ihre Steigerungsraten für Straßensanierung oder Neubau mal real sieht, die, glaube ich, 5% nominal per annum betragen, wenn Sie da die Inflation oder bzw. die Baukostensteigerung herausrechnen, bleibt eine reale Null, wenn nicht sogar eine rote reale Null übrig. Denn was haben wir in Hessen? Wir haben es mit maroden Straßen zu tun, wir haben marode Brücken und wir haben einen fehlenden Ausbau von Verkehrsinfrastruktur. Das zeigt sich in Staus, das zeigt sich in Schlaglöchern auf der Straße. Und natürlich, wir haben auch in dem Fall, wie hier die Mainflingerbrücke an der Grenze zu Bayern, eine Brücke, die baufällig ist, keine Tragfähigkeit mehr hat, obwohl sie erst im Jahr 1978 gebaut wurde. Die ist gerade mal 42 Jahre alt und muss jetzt schon wieder durch einen Neubau erneuert werden. Ja, ich bin älter als die Brücke, das ist richtig, wesentlich älter. Und insofern, die Brücke hat damals 17,6 Millionen D-Mark gekostet. Man kann daran übrigens sehr schön die Inflation oder auch beziehungsweise die Baukostensteigerung erkennen, Herr Minister. 17,6 Millionen D-Mark sind umgerechnet ungefähr 9 Millionen Euro 1978. Und jetzt bauen Sie eine neue Brücke für 107 Millionen Euro. Das ist der Faktor 12. Was Baukostensteigerung betrifft, das heißt Eurozahlen, reine Eurozahlen, ohne den realen Hintergrund zu sehen, inflationsbereinigt bzw. baukostenbereinigt, sagen fast gar nichts aus. Es ist auf jeden Fall natürlich richtig, diese Brücke so schnell wie möglich neu zu bauen, das ist ganz klar. Etwas gestockt habe ich noch, als ich den Staatsvertrag gelesen hatte, als ich das Wort Hessen Mobil gelesen hatte. Planung erfolgt mit Hessen Mobil. Und da habe ich wieder Angst bekommen, dass dann doch vielleicht wieder zu wenig Ingenieure zur Verfügung stehen, die das Planfeststellungsverfahren denn begleiten. Und
Wenn ich dann den Zeitplan ansehe, 2023 das Planfeststellungsverfahren beendet und 2028 die Fertigstellung der Brücke, dann habe ich 28 ist meine Info, ist es 29 mittlerweile, dann habe ich doch ein bisschen Angst, dass das tatsächlich dann wirklich im Zeitplan bleibt, denn Ingenieurmangel kennen wir schon von Hessen Mobil. Hoffen wir, dass die bayerischen Kollegen das im Griff haben und dass das Projekt einigermaßen planmäßig läuft. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Gagel. Nächster Redner ist der Kollege Eckert für die Fraktion der Sozialdemokraten. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! In der Tat, bei Ihrem Gesetzentwurf, bei dem es um den Staatsvertrag zwischen Hessen und Bayern über die Planfeststellung für den Neubau der Mainbrücke Mainflingen im Zuge der A45 geht, über alles zu reden, nur nicht darüber, ist auch eine Herausforderung und eine Kunst. Von daher können wir es kurz machen, auch wenn Kolleginnen schon zugerufen haben, sie freuen sich auf die dritte Lesung. Ich glaube, den Gefallen werden wir Ihnen nicht tun. Nichtsdestotrotz ist es aber eine ganz spannende Debatte, und darüber wäre es wichtig und notwendig, im Ausschuss zu diskutieren. Wie organisieren wir denn nicht jetzt hier, dass Bayern für uns plant, alles in Ordnung, sondern was können wir eigentlich in Hessen machen dafür, dass wir die Prozesse so hinbekommen, dass wir schneller planen, dass wir schneller vom Drüberreden bei Infrastruktur hin in die Umsetzung kommen. Das wären Debatten. Wir haben das hier, von dem Pult habe ich Ihnen das ja schon einmal zugerufen. Meine Damen und Herren, wenn Sie auf uns nicht hören, in dem Falle Anton Hofreiter hatte ich damals zitiert, mit der Frage, welche Kompetenzen und Möglichkeiten auch das Land selber hätte, bei den eigenen Infrastruktureinrichtungen voranzugehen. Von daher nicht, dass man jetzt kommt und sagt, das ist Bundesrecht, was das Planungsrecht angeht. Von daher eine Sache, die durchaus das Land machen kann. Herr Minister, den Ball will ich aber gerne aufnehmen, weil wenn Sie schon während Ihren Reden an mich denken bei so einem Thema, bei den Finanzen und der Finanzierung von Infrastruktur, habe ich A, schon mal viel richtig gemacht, und B, will ich dann noch mal was dazu sagen. Weil die Frage, die Sie immer wieder aufrufen und auch eben hier wieder getan haben, wir geben so viel Geld aus wie noch nie im Bereich Infrastruktur. Aber immer dann, wenn wir Sie fragen, wie war eigentlich der Zustand der Straßen und Brücken in Hessen zu Beginn Ihrer Amtszeit, und wie wird dieser Zustand am voraussichtlichen Ende Ihrer Amtszeit sein? Dann mogeln Sie sich um die Antwort, weil am Ende des Tages ist, dass der Prozentsatz von schlechten Straßen nicht gesunken ist, mindestens gleich bleibt, wenn nicht in Teilbereichen in diesem Bundesland auch schlechter geworden ist, meine Damen und Herren. Von daher, Sie sehen, wir können uns trefflich gerne über die Finanzierung, die Frage, wie geben wir das Geld aus, dazu habe ich noch nichts zu Hessen Mobil gesagt. Die Debatte können wir nachher bei den Radwegen auch noch einmal führen in der Frage, wie haben wir denn eigentlich diese Behörde aufgestellt in der Vergangenheit. Ich erinnere an diverse Haushaltsänderungsanträge aus der Opposition, insbesondere der Sozialdemokratie, in der Frage, was brauchen wir an personellen Ressourcen, was brauchen wir auch an finanzieller Ausstattung, allesamt abgelehnt worden von dieser Mehrheit in diesem Hause. Von daher können wir munter darüber debattieren. Das machen wir nachher beim Thema Radwege sicherlich noch einmal. Wie kriegen wir eine Mobilitätsverwaltung für das 21. Jahrhundert in Hessen hin, die auch die Ressourcen hat, die nicht kaputt gespart worden ist nach 20 Jahren CDU-geführter Landesregierungen? All das sind Debatten, die wir gerne führen. Und ich freue mich darauf, über diese sicherlich tiefgreifende Debatte im Ausschuss über diesen vorgelegten Gesetzentwurf. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Eckert. Für die Fraktion DIE LINKE spricht Kollegin Wissler, Fraktionsvorsitzende DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Tatsächlich ist das Gesetz zum Abschluss über den Staatsvertrag wohl grundsätzlich unstrittig. Und auch wenn wir Autobahnneu- und Ausbauten grundsätzlich skeptisch gegenüberstehen, so sind wir, weil wir ja eigentlich der Ansicht sind, dass hier mehr Verkehr, dass mehr Straßen auch mehr Verkehr verursachen, so ist der Ersatz der baufälligen Brücke wohl alternativlos, wenn wir die A45 nicht am Main enden lassen wollen, zumindest. Und die Erfahrung, ja, Brücken bauen ist ja immer gut, von daher
Und die Erfahrung mit anderen länderübergreifenden Autobahnbrücken in jüngerer Zeit, wenn man so an die Schiersteiner Brücke denkt, hat ja auch gezeigt, dass man offensichtlich ja gar nicht genug absprechen kann und vereinbaren kann und dass man vielleicht nicht von zwei verschiedenen Enden eine solche Brücke planen sollte. Und deshalb ist das, denke ich, unstrittig. Ich will nur anmerken, dass es nicht als normal angesehen werden sollte, dass eine solche Brücke schon nach 40 Jahren so kaputt ist, dass sie durch einen Neubau ersetzt werden sollte. Weil diese Brücke ist 1978 erst gebaut worden. Und da muss man sich natürlich schon fragen, welche Ursachen hat das denn eigentlich, dass wir jetzt einen Neubau brauchen. Und die erste Ursache ist der immens gestiegene Verkehr, bei einer Brücke ganz besonders der Schwerlastverkehr. Und das ist kein Naturgesetz, sondern das ist ja auch politisch beeinflusst, dass der Lkw-Verkehr zerstört nicht nur die Infrastruktur und verstopft die Straßen, sondern die zerbröckelten Brücken stehen geradezu sinnbildlich eben für diese Verkehrspolitik, für diese Klimapolitik und dafür, dass wir die Klimaziele im Verkehrsbereich immer krachen, verfehlen. Und da immer nur schulterzuckend zuzuschauen, statt regulierend einzugreifen, ist natürlich nicht die Lösung. Wir bräuchten massive Investitionen in die Schiene. Wir bräuchten ordnungspolitische Maßnahmen, die diese Tendenz zur Just-in-Time-Logistik und der Hin- und Hertransport von Bauteilen unattraktiver macht. Da könnte man reden über eine Erhöhung der Lkw-Maut, was ein Schritt wäre, um die ja, im Moment haben wir ja die Situation, dass die Kosten ja nicht mal annähernd abgedeckt werden. Die Kosten, die tatsächlich, ne, Verursacherprinzip und so, werden ja nicht mal ansatzweise abgedeckt. Und deswegen, glaube ich, muss man darüber reden, wie es hier Möglichkeiten gibt, einzugreifen. Also von daher die Reduzierung des Lkw-Verkehrs, mehr Güter auf die Schiene zu bringen, dann halten die Brücken auch länger, meine Damen und Herren. Und die zweite Ursache für kaputte Brücken sind natürlich mangelnde Investitionen über Jahre und Jahrzehnte. Und insofern ist es ja noch einmal sinnbildlich, dass wir in diesen Tagen ja viel über Investitionen sprechen und über kreditfinanzierte Investitionen, über eine Brücke sprechen, die so kaputt gespart wurde, dass man sie nur noch neu bauen kann. Und das ist ja so ein bisschen der rote Faden dieser Woche. Das haben wir heute zu Beginn der Plenarsitzung besprochen, und das werden wir ja weiter diese Woche besprechen. Da ist diese Brücke, wie ganz viele Bereiche der Infrastruktur, eben auch wieder ein Beispiel dafür, dass die Schuldenbremse gescheitert ist, die Politik der schwarzen Null gescheitert ist. Wer will, dass die Brücken nicht zerbröseln, der muss bei Zeiten investieren, und dabei lähmt uns ein Kreditverbot nur. Und ich bin froh, dass es zumindest in jetzt auch bei der schwarz-grünen Landesregierung da ein Umdenken gibt und sie auch der Meinung sind, dass man zumindest von dieser Fessel der Schuldenbremse sich noch nicht ganz verabschieden muss. So weit sind sie leider noch nicht. Aber immerhin wollen sie die Schuldenbremse abschwächen. Und das ist ja schon einmal ein Erkenntnisgewinn und ein Schritt in die richtige Richtung. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Wissler. Für die Fraktion der Christdemokraten spricht der Kollege Jörg Michael Müller. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich bin Anwohner an der Autobahn A45. Ich dachte, heute wird dazu nicht wirklich viel gesprochen. Aber ich bin ganz fasziniert, über was man alles anbetracht eines Staatsvertrages, der sinnvollerweise regelt, dass eine Brücke neu gebaut wird und die regelt, wo die Planung in Zukunft liegt. Und damit ist eigentlich alles gesagt. Das ist ein guter Staatsvertrag, und wir alle sind eigentlich glücklich, dass die Brücke ordentlich gemacht wird. Aber wir kommen zum roten Faden der Werbung für Hessenmobil und der was weiß ich alles an dieser Brücke. Ich will Folgendes festhalten. Als die Autobahn A45 geplant wurde, sprach man von 6.000 Pkw am Tage. Es sind heute 48.000 allein bei mir im kleinen Ort in Herborn. Das ist an der A45, schöne Stadt, können Sie gerne mal besuchen. Das ist jetzt der Werbeblock in anderer Ansicht. Ja, ne, also, aber, liebe Frau Staatsministerin, das habe ich jetzt nicht wegen Ihnen gesagt. Herborn ist auch ohne die Staatsministerin und aber auch mit ihr schön. Also lange Rede, kurzer Sinn. Lange und auch ohne mich und auch mit mir, das ist nicht das Thema. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, eins möchte ich dazu sagen, zur Ehrenrettung des Staatsministers und auch von Hessenmobil. Alle. Ja, auch nach eurer Ansicht. Wir freuen sich.
Nein. Nach unserer Ansicht aus Herborner ist Herborn schön, auch ohne uns beide und mit uns noch schöner. Das ist so. Ja, also, habe ich doch gesagt. Also, ich möchte jetzt noch etwas zur A45 und den Baumaßnahmen durch Hessenmobil sagen. Ich habe noch 3 Minuten und 40. Ich kann warten. Also, dass Sie ausgerechnet beim Kollegen Müller vielleicht doch von § 75 Absatz 1 Gebrauch machen müsste, wäre mir auch nicht in den Sinn gekommen. Noch bin ich nicht so weit. Lieber Herr Präsident, ich bin der Einzige, der momentan über die A45 spricht. Ja? Lege ich mal Wert darauf. Also bitte, ich möchte also etwas zur Ehrenrettung und nicht nur Ehrenrettung, sondern ganz klar sagen, wenn wir die Autobahn Brückenbaumaßnahmen in Hessen sehen, und wir kriegen es ja vor Ort auch mit. Da gibt es ein Planungsgespräch mit den umliegenden Gemeinden. Es gibt ein Planungsverfahren und ein Planungsversprechen. Und ich darf jedenfalls für meine Erfahrung festhalten, dass diese Planungsversprechen, insbesondere was die Zeitigkeit betreffend, durch Hessenmobil außergewöhnlich gut eingehalten worden sind, die Baumaßnahmen im Regelfall mit Absprache der Gemeinden funktionieren und die Belastungen für die Gemeinden, insbesondere was den Bauverkehr betreffend, ausgesprochen zurückgefahren sind. Und das ist auch ein Erfolg, das muss man an dieser Stelle sagen. Und das macht mich stolz und fröhlich. Und insoweit, Herr Staatsminister, kann ich an dieser Stelle sagen, das funktioniert. Und ich hoffe, wenn die Bayern dann planen und die Brücke machen, geht das genauso gut. Und dann ist alles gut. Dann ist nämlich auf der A45 ein ordentlicher Verkehr möglich. Und die Autobahn ist wichtig. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Müller. Damit sind wir am Ende der weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor, am Ende der Aussprache in der ersten Lesung. Und wir überweisen den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung an den BVA.